So, Prinzessin. Guten Tag, ich bin Taran, der Ritter. Es freut mich, euch zu sehen. Taran, ihr sollt mein Gemahl werden, wenn es euch gelingt, die Bedingungen meines Vaters zu erfüllen. Ich wünsche euch viel Glück, Geliebter. Oh, das ging aber flott hier. Geliebter. Ja, hier so ein Ritter spaziert da rein und sagt, jo, ich mock dat. Und schon bin ich hier der Geliebte. Mein Gott, die haben es echt nötig. So wie es ausschaut. So, wieder zurück in den Schlosshof. Und ja, gehen wir als erstes mal hier in, was ist das? Speisekammer. Gehen wir erstmal in die Speisekammer, erstmal was essen hier. Oh yeah, der Koch. Er sieht ein bisschen interessant aus. So, Zähne, er sieht aus wie ein Ungeheuer. Die Speisekammer des Schlosses. Wohlwollende Gerüche lassen ihr Herz höher schlagen. Hier. Ein dicker Koch lächelt sie verschmitzt an. Er versperrt den Weg zum Regal. Was? Was? Er wagt es mir, den Weg zum Regal zu versperren. Ich glaube, ich muss ihm mal hier ein paar Manieren beibringen mit meinem Siegelring. Mal sehen, wie er dann guckt hier. Ich kann es ja versuchen. Obwohl, Moment mal. Wir versuchen das erstmal so. Ja, wir gucken uns das mal um. An der hinteren Wand hängt ein Regal, auf welchem Brot und Wein aufbewahrt werden. Ja. Der Koch ist gut beleibt und er würde einen Ritter des Königs gerne mit Brot und Wein dienen. Aha. Die Blumentöpfe gehören dem Koch. Er würde jedem mit seinem Kochlöffel auf die Finger hauen, der versucht, sie zu klauen. Blumen gibt es doch überall. Na gut, dann, obwohl, wir können es natürlich versuchen. Aua! Autsch! Das hat aber verdammt wehgetan. Oh. Ja, gut. Der Koch hat es leider nicht so gerne, wenn sich hier jeder selbst bedient. Er haut dir mit seinem Löffel auf die Finger und er mahnt dich, dies zu lassen. Okay, es war ein Versuch wert. Okay, wir werden hier auch nicht alles ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass man irgendwo sterben kann. Ich glaube, der Koch kann einen umbringen. Prinzipiell mit seinem Kochlöffel. Oh, man kann... Okay, alles klar. Eine Beschreibung des Kochlöffels. Der Kochlöffel ist das Standardzeichen Standeszeichen der Kochzunft. Er ist aus Ebenholz geschnitzt und schon manch unbeliebter Gast hat ihn zu spüren bekommen. Eine tödliche Waffe. Der Hut? Nee, okay. Gut, reden wir mal so mit ihm. Guten Tag, ich bin Taran, der Ritter. Es freut mich, euch zu sehen. Ich werde euch erst vertrauen, wenn ihr euch als Ritter des Königs ausweisen könnt. Ihr werdet euch erst vertrauen, wenn ihr euch als Ritter des Königs ausweisen könnt. Ja, alles klar. Hier, dann guckt mal hier den Ring. Der Koch ist hoch erfreut, einen Ritter des Königs in seiner kleinen Speisekammer begrüßen zu dürfen. Er versorgt dich mit Brot und Wein. Ja, ich her. Brot und Wein. Der Gott reicht für 10 Mahlzeiten daran. Benötigst du erneut Brot und Wein, will ich dir immer gerne helfen. Viel Glück daran. 10 Mahlzeiten daran. Okay. Die Stimmen sind so genial. Ich liebe sie. So, gucken wir uns das Brot an. Das Brot ist frisch gebacken. Es dürfte für mehrere kleine Mahlzeiten ausreichen. Brotstand 10 Scheiben. Und die Weinflasche ist mit einer feinen Staubschicht bedeckt. Der beste Wein des Königs. Weinstand 1 Liter. Gut. Ja gut, dann hauen wir jetzt hier ab. Wir haben uns erstmal mit was zum Essen und Trinken eingedeckt. Und gehen in die Waffenkammer. Tja, Meister. Die Waffenkammer des Schlosses. Ein alter Schmied arbeitet hier. Der Raum ist gefüllt mit Waffen aller Art, die aber unter Verschluss sind. Die Waffen des Schmiedes hängen an der Wand, gut verschlossen. Ein Schild, mehrere Pfeile sowie einige Fackeln. Im Hintergrund steht eine Rüstung. Ja. Der Schmied arbeitet an der Ritterrüstung und ist erfreut, dich zu sehen. Er würde einem Ritter des Königs gerne mit seinen Waffen versorgen. Einem? Nicht einen? Aber egal. So, ja gut, gehen wir erstmal so mit ihm. Guten Tag, ich bin Taran, der Ritter. Es freut mich, euch zu sehen. Ja, das ist Taran, ich bin Taran, der Ritter. Es freut mich, euch zu sehen. Ich werde euch erst vertrauen, wenn ihr euch als Ritter des Königs ausweisen könnt. Ja, ganz ruhig, Meister. Hier. Die Augen des Waffenschmiedes funkeln beim Anblick des Ringes. Er überreicht Taran eine Fackel, ein Schild und einen Pfeil. Danke, wie wär's mit der Rüstung und einem Schwert oder einem Speer oder sowas? Ein Pfeil, krieg keinen Bogen. Taran, du hast eine schwierige Aufgabe vor dir. Mhm. Du benötigst noch viele andere Gegenstände als diese hier. Suche zuerst am Fluss einen Wassersack. Ja, natürlich. Natürlich suche ich erstmal einen Wassersack.
Aber erstmal gucken wir uns das Schild an. Das Schild ist aus bestem Stahl gefertigt und dürfte einige Schwerthiebe aushalten. Es soll auch vor feuerspeienden Drachen gut schützen. Okay. Der Pfeil ist das Meisterstück des Schmiedes. Wow. Die Spitze ist aus härtestem Stahl geschmiedet und der Schaft aus dem besten Holz geschnitzt. Da kann nichts mehr schief gehen. Die Fackel ist mit Lumpen, die in Wachs und Petroleum getränkt sind, umwickelt. Ein Streichholz könnte sie leicht entzünden. Also das hier sind jetzt Bauanleitungen für Fackeln. Also wer jetzt mal hier Lust hat, da Fackeln zu bauen, der muss einfach nur das tun. Oder sich das besorgen. So, gehen wir raus aus dem Schloss. Hier haben wir erstmal nichts mehr weiter zu tun und gehen den weiter in den Süden. Ein dichter und finsterer Wald erschwert das Vorwärtskommen. Unheimliche Geräusche ertönen von den Bäumen. Wasser rauscht von Richtung Osten. Gut, gehen wir nochmal in den Osten. Ein kleiner Fluss windet sich durch die Landschaft. Im Westen und Süden ist Wald zu sehen. Richtung Norden und Osten sind Gebirgsmassive zu erkennen. Ein Pfad führt schleifenförmig den Berg hinauf. Am Ende verschwindet er in den Wolken. Was mag am Ende dieses Weges liegen? Ja, ein Abgrund vielleicht. Was sonst? Den Pfad haben wir schon. Das Flussufer ist sehr schlammig und von Pflanzen überwuchert. Am Hang wächst Gras. Dazwischen blühen ab und zu rote Nelken. Man hört das Tosen des Flusses. Taran streunt etwas am Ufer des Flusses entlang. Das Wasser ist eiskalt. Schwimmen unmöglich. Neben der alten Brücke entdeckt Taran im Gebüsch einen Sack. Jawohl, natürlich. Und ein Fisch. Na gut, den Wassersack haben wir jetzt. Gut, da müsste sich jetzt eigentlich Wasser drin befinden. Nee, der Wassersack ist aus Leder gefertigt. 4 Liter Wasser können eingefüllt werden. Wasserstand 0 Liter. Also nehmen wir uns das Ding und tauchen es in den Fluss. Ja, Taran kniet nieder und taucht den Wassersack in das Gewässer. Die Luft entweicht. Blub, blub. Der Sack ist nun wieder mit 4 Liter Wasser randvoll gefüllt. Prüfen wir doch gleich mal. Ist es auch so? Ja, gut, alles klar. So, dann gehen wir in den Süden. Auf einer Waldlichtung steht ein kleines, verwittertes Häuschen. Weißer Rauch steigt aus dem Kamin in den Himmel empor. Im Norden rauscht ein Fluss. Warte mal. Okay, die Hütte der Hexe Wanda. In der Hütte kauert eine alte Hexe vor einem Kessel. Ihre Augen blitzen im Schein des knisternden Feuers und sie mustert dich von Kopf bis Fuß. Schönheit. Ja, die alte schrullige Hexe Wanda ist eine gefährliche Gegnerin. Auch sie gehört der Macht der Finsternis an. Ihr Verbündeter ist Zauberer Abraxas. Also gut, also ein fieser Möpp hier. Ich glaube, ich hau hier mal lieber erstmal wieder ab. Ja. Denn wir kümmern uns nachher um diese Hexe. Ein verwilderter Kräutergarten ist in dieser Waldlichtung zu sehen. Im Osten ist der dunkle Wald und im Westen beginnt ein gepflasterter Weg. Okay. Was ist mit dem Kraut? Vorsicht, Taran. Bei den Kräutern handelt es sich um das giftige Teufelskraut. Der Genuss führt zu einer Herzlähmung und damit zum Tod. Auch nehmen wir doch sowas mit. Was kann schon passieren? So, ein gepflasterter Weg führt in Richtung Osten, Westen und Norden. Auf dem Boden sitzt ein alter, zerlumpter Bettler und bittet sie um eine kleine Gabe. Der Bettler scheint ein armer Teufel zu sein. Er würde sich für eine kleine Gabe Geld... Haha, bestimmt erkenntlich zeigen. Ja gut, aber wir haben kein Geld. Wir können mal mit ihm reden. Was sagst du dem Meister? Guten Tag, ich bin Taran, der Ritter. Es freut mich, euch zu sehen. Guten Tag, Ritter Taran. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Tja, ein netter Bettler.